Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Hier im Hintergrund seht ihr den Dacia Docker, den lieben Pegasus von mir, in dem ich seit mehr als 5 Jahren mittlerweile lebe. Ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch mal die einzelnen Funktionen. Hier direkt die Küchenzeile, an sich alles, was man braucht, vom Kocher hier bis zur Spüle, vom Schneidbrett. Ebenfalls einen kleinen Tisch, den man hier wunderbar ausklappen kann. Und dann kann man hier sein Essen zubereiten, hier kann man arbeiten wunderbar und ja, von überall halt eigentlich. Dann befindet sich hier ein Fach, wo man Kühlschrank positionieren kann. Hier ist aktuell kein Kühlschrank drin, weil ich keinen benötigt habe. Aber der Wagen wird verkauft und kann dann dementsprechend mit einem Kühlschrank ausgestattet werden. Natürlich, zwar unter den Boxen hat man eine Menge Verstauraum. Das haben wir bewusst so gemacht, dass wir die ganze Verkleidung weggenommen haben, um den möglichst größten Platz bei dem Dacia Docker zu organisieren. Jetzt haben wir hier zum Beispiel, zeige ich euch jetzt auch, natürlich, wenn man auf Reisen ist, was braucht man hin und wieder mal? Genau richtig, eine Toilette. Es ist eine Notfalltoilette, eine Trockentrenntoilette. Genau, hier ist der Festtank und hier der Flüssigtank dahinter. Und so hat man im Falle des Falles nochmal eine Toilette im Notfall parat. Und wenn man natürlich auch schlafen möchte, dann haben wir hier uns ebenfalls was ganz, ganz Gutes überlegt. Und zwar arbeiten wir mit Auszügen. Die halten einiges an Gewicht aus und dadurch lässt sich das Ganze so wunderbar aufklappen. Jetzt nehmen wir mal noch die andere Tür, ach, die andere Betthälfte und dann kommen da die Polster drauf und so hat man Auszügen wunderbar gelöst. Auch hier auf der anderen Verstaubox haben wir enorm viel Verstaumöglichkeiten. Oftmals wird hier hinter die Elektrik positioniert, sprich die Versorgungsbatterie, der Sinuswechselrichter, der Ladebooster, einfach um näher an der Starterbatterie zu sein. Und ja, so finden hier auf jeden Fall eine Person ordentlich viel Platz. Zu zweit ist es auch möglich. Und ja, ebenfalls wunderbar ausgestattet, weil der unterm Wagen eine Dieselstandheizung befindet, die bis zu 30 Grad hochheizt. Die Bedienpanel sind hier angeordnet. Die Standheizung, wo man alles steuern kann, aber auch im Sommer ist es wunderbar, weil man auch da nur die Lüftung anschließen kann. Und nebenan der Bordcomputer, der dann anzeigt, wie viel Energie wir eigentlich noch in der Batterie drin haben. Wenn wir jetzt mal nach draußen gehen, ist er in einem wundervollen Weiß, um im Sommer nicht in der Hitze zu ersticken. Apropos ersticken, bei den heißen Temperaturen haben wir hier einen kleinen Dachpilz installiert mit einem kleinen Ventilator. Oben drüber sieht hier das Solarpanel. Wir haben hier ein 100 Watt Panel installiert und natürlich auch hier eine sehr, sehr große Dachbox. Jetzt habt ihr den ganzen Einblick vom Ausbau vom Fahrzeug gesehen. Der Wagen wird aktuell gerade verkauft. In den nächsten Tagen inseriert. Ich glaube, wenn du das Video siehst, ist es bereits online und vielleicht aber auch verkauft. Aber wenn du einen Wagen suchst, melde dich gerne bei uns oder wenn du die Möbel dazu suchst. Also das bieten wir auch an in Kombination mit dem Boden. Mir und das ganze Team wird es auch natürlich interessieren, wie du das Raumkonzept findest, wie du die Größe des Fahrzeugs findest. Ich weiß, manches ist zu klein, bei manchen ist es genau perfekt. Teile es gerne in den Kommentaren. Ansonsten setz gerne ein Like da, setz gerne ein Abo da und ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich bei den nächsten Videos mitzunehmen in unserer kleinen Schneckenhauswelt.